Laudetur Jesus Christus, hier ist Vatican News. Und gemeinsam mit Vatican Media übertragen wir vom Petersplatz das Angelusgebet mit Papst Franziskus. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Dieser Vers ist aus dem Sonntagsevangelium genommen, über das der Papst seine Katechese halten wird, hier am Fenster des Apostolischen Palastes. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Pater Bernd Hagenkort und ich freue mich, Sie durch diese kleine Liturgie begleiten zu dürfen. Wie gesagt, der Papst wird zunächst eine kleine Katechese halten über das Sonntagsevangelium. Er wird dann das Angelusgebet sprechen auf Latein. Das werden wir dann wie üblich nicht übersetzen. Und anschließend noch einige Grüße an die hier Anwesenden richten oder vielleicht auch ein aktuelles Thema ansprechen. Ich begrüße all diejenigen, die uns über unsere Partnersender zugeschaltet sind. Herzlich willkommen hier bei Vatican News und natürlich auch all diejenigen, die uns direkt verfolgen über unseren Stream, YouTube oder sonst auf irgendeine Art und Weise. Ganz besonders diejenigen, die uns über unsere neue App verfolgen, auf dem Petersplatz stehen und die deutsche Übersetzung der Worte des Papstes hier direkt live mitbekommen, während der Papst spricht. Wenn Sie demnächst selber in Rom sein sollten, bei Google Play oder iTunes kann man sich diese App kostenlos runterladen und dann während der Papst spricht, bei allen Events live mitbekommen. Wenn ich Events sage, meine ich Messen, meine ich Angelusgebete, meine ich all die Ereignisse, die wir live übertragen, da kann man immer live mitbekommen, was der Papst sagt. Es ist eine interessante Woche, die vor dem Papst liegt. Sie können auf unserer Webseite nachlesen, was wir in der nächsten Woche übertragen. Da ist zum Beispiel am Mittwoch der Beginn der Bischofssynode mit einer Messfeier und der anschließenden nachmittäglichen Rede, Ansprache des Papstes. Und noch einige andere Dinge können Sie bei uns alles nachlesen, was bei uns alles live zu verfolgen ist. Papst Franziskus wird wie üblich pünktlich um 12 Uhr hier an das Fenster treten. Das ist in wenigen Sekunden. Es bleibt mir also noch, Ihnen einen schönen Sonntag zu wünschen. Ich werde jetzt gleich mit Ihnen zusammen diese Katechese, dieses Angelus und danach die anschließenden Grüße verfolgen. Und da kommt Papst Franziskus auch schon unter dem Applaus der Menschen an den Platz. Naja, über den Platz muss man fast sagen. Das Fenster ist schon ziemlich weit oben, sodass er wirklich gut gesehen werden kann. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Il Vangelo di questa domenica ci presenta uno di quei particolari molto istruttivi della vita di Gesù. Das Evangelium von diesem Sonntag präsentiert uns eines dieser sehr lehrreichen Details des Lebens Jesu mit seinen Jüngern. Sie hatten gesehen, dass ein Mann, der nicht zur Gruppe der Anhänger Jesu gehörte, im Namen Jesu Dämonen vertrieb und sie wollten ihm das verbieten. Johannes berichtete mit dem für junge Menschen typischen eifrigen Enthusiasmus, dem Meister, um seine Unterstützung zu bekommen. Jesus antwortete jedoch ganz anders. Hindert sie nicht, keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Giovanni e gli altri discepoli manifestano un atteggiamento di chiusura. Johannes und die anderen Jünger zeigen eine Haltung des Sich-Abschottens angesichts eines Ereignisses, das nicht Teil ihrer Pläne ist, in diesem Fall die Handlung einer Person außerhalb des Jüngerkreises. Dagegen erscheint Jesus ganz frei, völlig offen für die Freiheit des Geistes Gottes, der in seinem Handeln durch keine Grenzen und keinen Zaun begrenzt ist. Und mit seiner Haltung will Jesus seine Jünger und auch uns heute noch zu dieser inneren Freiheit erziehen.
Es ist gut für uns, über diese Episode nachzudenken und unser Gewissen zu erforschen. Die Haltung der Nachfolger Jesu ist sehr menschlich, sehr verbreitet, und wir können sie in den christlichen Gemeinschaften aller Zeiten finden, wahrscheinlich auch in uns selbst. In gutem Glauben, ja mit Eifer, möchten wir die Authentizität einer bestimmten, besonderen, charismatischen Erfahrung schützen, indem wir den Gründer oder Führer vor falschen Nachahmern bewahren. Aber gleichzeitig gibt es die Angst vor Konkurrenz, und das ist schlimm. Die Angst vor der Konkurrenz, dass jemand neue Anhänger wegnehmen kann, und dann kann man das Gute, das andere tun, nicht schätzen. Nicht gut, weil es nicht von uns ist. Das ist eine Form der Selbstreferenzialität. Und hier liegt auch die Wurzel des Proselytismus. Und wie Papst Benedikt schon sagte, wächst nicht durch Proselytismus. Sie wächst nur durch Attraktion, durch Anziehung. Wächst durch Zeugnis der anderen und die Kraft des Heiligen Geistes. Gottes große Freiheit, sich uns zu schenken, ist eine Herausforderung und eine Ermahnung, unsere Einstellungen und Beziehungen zu verändern. Es ist die Einladung, die Jesus heute an uns richtet. Er ruft uns auf, nicht den Kategorien Freund, Feind, wir, die im Innern, die im Draußen sind, zu denken, sondern weiterzudenken, unser Herz zu öffnen, um seine Gegenwart und das Wirken Gottes auch in ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Bereichen und bei Menschen, die nicht zu unserem Kreis gehören, erkennen zu können. Es geht darum, mehr auf die Echtheit des Guten, des Schönen und des Wahren zu achten, das erreicht wird, als auf den Namen und die Herkunft derjenigen, die es tun. Und wie der Rest des heutigen Evangeliums andeutet, anstatt andere zu verurteilen, müssen wir uns selbst untersuchen und alles, was die schwächsten Menschen im Glauben skandalisieren kann, kompromisslos abschneiden. Möge die Jungfrau Maria, Vorbild für die demütige Annahme der Überraschungen Gottes, uns helfen, die Zeichen der Gegenwart des Herrn in unserer Mitte zu erkennen und ihn zu entdecken, wo immer er sich offenbart, auch in den unvorstellbarsten und ungewöhnlichsten Situationen. Sie lehre uns, unsere Gemeinschaft ohne Eifersucht und Abschottung zu lieben, immer offen für den weiteren Horizont des Wirken des Heiligen Geistes. Angelus Domini, nunc siavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et fecciamo benedicionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo annunciante, Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Die Katechese des Papstes zum Sonntagsevangelium und das Angelusgebet. Es folgen einige Grüße. Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte der Bevölkerung der Insel Sulawesi in Indonesien, die von einem starken Seebeben heimgesucht wurde, meine Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Ich bete für die Verstorbenen, von denen es leider viele gibt, für die Verletzten und für diejenigen, die ihre Häuser und Arbeit verloren haben. Möge der Herr sie trösten und die Bemühungen derer unterstützen, die sich für die Hilfeleistungen einsetzen. Beten wir gemeinsam für unsere Geschwister der Insel Sulawesi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi a Marsiglia viene proclamato beato. Heute wurde in Marseille der selige Jean-Baptiste Fouquet, ein Diözesanpriester, der sein ganzes Leben Pfarrkaplan blieb, selig gesprochen. Ein gutes Beispiel. Er lebte im 19. und 20. Jahrhundert und förderte zahlreiche Wohlfahrts- und Sozialwerke zugunsten von jungen, alten, armen und kranken Menschen. Das Beispiel und die Fürsprache dieses Apostels der Liebe möge uns in unserem Engagement unterstützen, die Schwächsten und Benachteiligsten aufzunehmen und mit ihnen zu teilen. Einen Applaus für den neuen seligen Jean-Baptiste. Saluto con affetto tutti voi, Romani e Pellegrini. Ich grüße euch alle, Römer und Pilger aus verschiedenen Ländern. Insbesondere begrüße ich die Gläubigen aus Calpe, Spanien. Il gruppo di sindaci. Die Gruppe der Bürgermeister und Verwalter der Region Salzburg und die internationale Delegation gehörloser Menschen anlässlich des Welttages der Gehörlosen. Ich begrüße die Mitglieder der Gemeinschaft San Egidio aus Kampanien. Die Jugendlichen der Shalom-Bewegung aus Vucecchio, die Gläubigen von Foggia und die von Rapallo. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und vergesst bitte nicht, für mich zu beten. Guten Appetit und auf Wiedersehen. Mit diesen Worten beendet Papst Franziskus das Angelusgebet und die abschließenden Grüße. Nachlesen können Sie
Das, was der Papst gesagt hat, natürlich wie immer auf unserer Webseite vatikannews.va. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Pater Bernd Hagenkort. Es war mir eine Freude, Sie durch dieses Angelusgebet und die Worte des Papstes begleiten zu dürfen. Ich darf Ihnen noch einen schönen Sonntag wünschen und alles Gute. Hier ist Vatican News. Laudetur Jesus Christus.